Apartment 233, Misery Lane. 2 Stunden später. Ist klar. Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Tja, ihr seid ein wenig zu auffällig, Jungs. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie haben Knarren! Okay, die Party kann beginnen. Sie haben Knarren, da oben im Fenster! Das ist der Vito. So, welcher ist das fette Schwein? Wir haben sie alle erwischt. Hör mit dem Geballer auf, ich werf uns doch drauf. Das ist mir egal. Okay, wir haben ihn erwischt. Ah nein, folge dem Fettwanzel in die Brennerei und erledige ihn. Ich dachte, wir haben ihn. Das ist doch ärgerlich. Okay, was haben wir dabei? Nicht allzu viel, muss ich sagen, ne? So, dann gehen wir mal runter. Ich hätte ja gern noch ein bisschen weiter gemacht, muss ich zugeben. Habt ihr eine Knarre? Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Warte doch mal. Davon war doch gerade einer. Okay, Showtime, Vito. Okay, wir gehen bis vor. Du bist maulgetot! Ja. Sehe ich noch nicht so, muss ich sagen. Komm schon, trau dich. Schnell, Vito! Das Schwein darf uns nicht entwischen. Das war's für dich, mein Kollege. Okay, du ja, zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. So. Der hat auch noch was. Ja, ich weiß, ich sollte nicht ins Feuer laufen, aber ich brauche die Munition gerade mal. Oder will sie haben. Nee, das sind doch verschiedene... Ich dachte, das wäre die gleiche Munition, aber das sind doch verschiedene Patronen. Okay, los geht's. Gleich haben wir dich, Fettwanst. Gib mir Deckung. Ach, spring mir doch nicht ins Bild, du Horst. Was ist los mit dir? Joe, du bist so ein Pfeffertroll. Weißt du? So, bis vor. Ah, okay, wir können auch eh um die Ecke rum. Alles klar, das ist cool. Das ist alles? Dann hört ihr was. Wart. Ach so, von da. Alles klar. Dann bleib ich nochmal hier. Oh, so. Scheiße! Pass auf! Ja, sollen sie machen. Was war das? Wow! Alles klar? Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Verdammt, der ganze Laden brennt. Einmal in die Hand. Okay, der ist schon hinüber. Kein Ding. Geht alles. Haben wir denn noch jemanden hier? Aha. So. Einmal ran an die Säule. Und damit hat sich's ausgeballert für dich, du Horst. Okay, wie viel Muni haben wir? Komm schon, Vito, wir müssen weiter. Okay, genug. Moment, ich muss mal hier kurz. Dankeschön. Viele Schüsse haben wir nicht. Ich bleib mal unten. Hast du Schiss, Arschloch? Oh nein! Okay. Nein. Gib mir Deckung. Warte doch mal. Stürm doch nicht so rein. Was? Alles klar? Ich bin gerade in Deckung gegangen. Müsst du mich verarschen? Das ist der Vito. Von dort nochmal. Wirklich. Wir haben sie alle erwischt. Hör mit dem Geballer auf. Ich werd sonst noch taub. Ist ja gut. Okay, dann geht's jetzt also los.
Ach, hier haben wir noch mal Munition. Siehst du mal, die habe ich vorhin übersehen. Alles klar. Interessanter Stil. Interessant. Muss ich schon sagen. Gib mir Deckung. Los, wir gehen mal runter. Du bist mausetot. Den überlassen wir mal den anderen und wir holen uns wieder den. Gib mir Deckung. So. Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Das ging noch ganz problemlos. Okay, du zuerst, Vito. Du bist los, los, wir geben dir Deckung. Gib mir Deckung, Vito. Ich geb dir Deckung. Oh, dieser Typ. Ich vergesse immer, dass der mir von den Linsen spielt. Na gut. Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Okay, Showtime, Vito. Kriegen wir schon hin. So. Wo haben wir denn hier einen? Kuckuck. So, einmal ein Loch in den Kopf gezaubert. Okay, wir können weiter vorstoßen, glaube ich. Ah, vielleicht nicht gerade so. Okay, für den war es das schon. Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Stoffverschwendung. Kein Problem. Gut, Joe rennt schon wieder voraus, von mir aus. Komm schon, Vito. Hier wartet noch. Hier wartet nicht der Schrotflintenmann auf uns. Ach, der ist schon hier unten mit. Der ist uns schon ein Stück entgegengeeilt gekommen. Na gut, wie ihr meint. Ich schaue nur noch mal kurz hier drinnen nach. Hier gibt's aber... Oh, Magazin. Ah, Playboy. Sehr gut. Bin ich mal ganz nett, nicht komplett ausgezogen. Das finde ich sowieso viel angenehmer. Da bleibt das für die Fantasie übrig. Gut. Hier gibt's nichts. Auf nach oben. Joe, du darfst vorangehen. Gib mir Deckung. Hast du Schiss, Arschloch? Ich geb dir Deckung. Okay, in die Deckung. Diesmal geht er auch wirklich, das ist schön. Bist du okay? Los, Rico, los. So, das hast du den. Ich glaube, der Schrotflinten-Arschkrampen-Typ hier war das vorhin, der mich so erwischt hatte. Ist halt blöd, wenn man von dem einmal erwischt wird, dann zieht es halt gleich richtig was ab, ne? War er tot? Nee. Oh. Das war mein eigener, das war Henry. Okay, die Schrotflinte ist jetzt auch ein bisschen aufmunitioniert. Bleiben Sie, wo Sie sind! Gib mir Deckung! Das war ja meine Deckung. Lass mich doch mal hier. Komm raus aus deinem Rattenloch! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! So, dann geh ich mal hier hin. Es ist vorbei! So. Einmal in den Kopf und dann hat sich das erledigt, okay, für den Typen. Drück den Knopf wieder. Ja, wartet doch mal. Ich will mal gerade hier noch schauen. Okay, die ist nachgeladen. Komm schon, wir nehmen den Aufzug. Die auch? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen mit der Schrotflinte durch die Gegend, ne? Testen wir das Baby doch mal. Push the button. Push the button, let me know. Was zum Teufel soll das? Alter, dieser ich hab Typ. Durst. Verdammt gutes Zeug. Solltet ihr auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Der ist wirklich wie Gérard Depardieu, ne? Selber Leibesumfang, selbe Vorlieben. Bloß, dass er eben kein Franzose, sondern ein Italiener ist. Los, Mensch, los. Wow. Das ist ja eine ganze Armee. Ach, wenn das ist an, wenn ich ewig wurde. Okay, auf die Entfernung ist das vielleicht nicht die beste Waffe. Dann probier es doch mal mit gezielten Schüssen. So, siehst du mal. Okay, kurz warten, bis er nachlädt. Das hast du den. Und wenn der andere wieder hochkommt, dann war es das auch für ihn. Kein Ding. Oh ja, die Thompson. Bitte her damit. Los, das Schwein ist da oben. Ja, wartet doch mal. Ich muss mal gerade hier mich um meine Muni kümmern und um meine neue Waffe, die noch ein bisschen liebkosen. So, dann können wir auch loslegen. Das dachte ich mir fast. So. Hast du die großen Jungs? Kein Ding. Sonst noch einer. Erstmal nicht, wie mir scheint. So, dann nehmen wir hier nämlich die Muni mit. Und das wäre ein Ziel. Lass mich am Leben!
Nein. Ich habe eine Frau. Bitte. Du hast mir an deine Frau gegeben. Ich habe alles, was ihr wollt. Aber bringt mich nicht um. Oh Gott, oh Gott. Einen schönen Gruß von Don Clemente. Oh. Verdammt. Idiot. Verdammt, Scheiße. Das wird dir noch leid tun, du Arsch. Wichser. Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche, der wohnt in Heilbrook. Los, Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Okay, verlasse die Brennerei. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Ach, was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Und wir geben wahrscheinlich dann mal das Deckungsfeuer, falls da noch jemand sich reinwagen sollte. Wovon ich aber nicht unbedingt ausgehe. Ich glaube, wir haben jetzt schon das Schlimmste abgewendet. Das ist mal ganz gut, dass... Hey, Vorsicht! Das tut weh. Ja, dass Joe... Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. ...ein bisschen mehr Leibesmitte hat. Reg dich ab. Oh, ist so ein Schwein. Derjenige, bitte! Ich will nicht sterben! Okay, es scheint auch gelockt zu sein, wenn man auf die Grünen zeigt. Ja, man kann nicht schießen, wenn es grün ist, denn ich habe gerade schon gedrückt und es ist nichts passiert. Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Ja, wo bist denn du? Ach, du willst mit dem Aufzug fahren? Ach so, sag das doch. Nee. Also, ich bin ja schon unten. Ich gehe dann mal, ne? Tschüss. Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Oh. Audi ho! Ich glaube, da unten ist nicht mehr so gut mit lang gehen, wegen Feuer und so. Ah, da kommt doch noch welche. Ich glaub's ja nicht. Von wo kommen sie denn? Kommen sie rein, kommen sie ran! Und wo geht unser Weg lang vor allem? Ah, okay, da hinten. So, Vito, relativ munitionsspannend. Okay. Gib uns Deckung, verdammt. Was willst du denn? Die sind doch tot. So. Kein Ding, Mensch. Immer dieses Drama-Getue hier. Ich weiß auch nicht, was die alle haben. Wo ist denn Joe jetzt hin? Ja, komm doch mal. Also wenn die hier rumtrollen, das kann ich auch nichts für. Mein 13. Auftrag kann ja nicht. Beschwör dich nicht, du Glückspilz. Schnell, das Feuer breitet sich aus. So, tja, ist immer noch Murphys Gesetz, ne? Oh. Ja, bratfein. Wir gehen da mal hier unten lang. Scheiße. Vito, bring uns hier raus. Ich mach schon. Oh, verdammter Rauch. Wenn ich eine Idee hab, dann sage ich Bescheid. Auf jeden Fall solltet ihr euch mal beeilen da hinten. Hier der Weg sieht ganz gut aus. Oh ja. Also ich bin draußen. Wie sieht's bei euch aus? Joe? Henry? Kommt ihr? Ich gehe dann mal. Die werden schon auftauchen. Okay. Oh Gott. Scheiße. Na super, Verfolgungsjagd, großartig. Fahre zu El Greco, Henry wird sich verletzen, wenn du einen Unfall baust. Hey, sag sowas nicht, das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, da sparst du deine Kräfte, habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Ja, warte doch mal, ich muss erstmal die richtige Richtung einschlagen hier. So, kann losgehen. Wo müssen wir denn hin? Ach, liegt ja gleich um die Ecke. Alles klar. Wir haben also ein gutes Stück des Weges vor uns. Ich denke, wenn wir so fahren wie immer, dann sollte das eigentlich passen. Denn wir sind immer relativ zügig unterwegs. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem mit relativ wenigen Unfällen, würde ich sagen.
So, fand ich gut mit El Greco, der verdammte Maler. Hat mir gut gefallen. So, ist auch wieder wie bei Mafia 1, da war es ja auch ähnlich. Da gab es ja auch den Typen, der alle zusammen geflickt hat. Gefickt, ja. Deutscher Versprecher. Ist irgendwie halt immer ähnliches Prinzip, ne? Vito, halt auf dieselben Macher. Geht die Karre nicht schneller? Nein! Wir müssen die Bullen abschütteln. Geht nicht so schnell ich kann, verdammt. Es ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich habe einen Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Ja, ich bin schon dabei. So, bin bloß auf die falsche Spur geraten. Okay, Grand Upper Bridge. Wir haben noch ein ganzes Stück mehr als die Hälfte. Passt schon, passt also, schon. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Warum? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Na klar. Schön, dass darauf auch mal eingegangen wird. Ich meine, wir stellen uns hinter eine Ecke und dann ist gut, ne? Das hey, ist mein Kriegsveteran so. Halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Souflaki riechen. Wie Souflaki? Ich hasse Souflaki. Ich weiß auch nicht. Das ist unglaublich eklig, finde ich. Dieses Würzfleisch. Ich kann auch... Weiß ich nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Generell mit griechischem Essen, das ist mir einfach zu kräftig, muss ich sagen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Okay, den Bullen werden wir sicher noch los auf den paar Metern. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt dort ohne verfolgt zu werden ankommen müssen. Wäre aber irgendwie logisch. So, einmal Kehrtwende. Hier sind wir ja schon richtig außerhalb der Stadt, Mensch. Noch ein Bulle, natürlich. So, ich hoffe mal, der braucht ein bisschen zum Wenden. Ja gut, der hat es gar nicht erst versucht, der hat es gleich wieder aufgegeben. Die Bullen haben eine großartige Moral hier. Direkt davor. Ja, ich bin schon dabei. Also die Bullen haben eine tolle Arbeitsmoral. Gut, auf zum Zusammenflicken. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe, er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Besuche deine Schwester. Schön. 2000 haben wir gekriegt. Das gefällt mir. Nee, ich glaube, mit der Karre fahre ich nicht weiter. Da hole ich mir lieber eine neue. Ich weiß, die ist dann auch gesucht, aber die da ist mit 3 Sternen gesucht, das muss nicht sein. Vielleicht können wir auch hier irgendwo einen Parkenden knacken. Den fand ich auch ganz nett. Schade, dass wir die andere Karre nicht behalten konnten. Aber vielleicht holen wir uns dann einfach Loster, verdammt. So eine dafür. Ist ja quasi dieselbe. Nur eine andere Farbe. So, du wirst deine Karre nicht wieder nehmen. Vergiss es. Ich nehme die mir jetzt und damit ist gut. Okay, haben wir unseren ersten Raub. Wobei, wir haben keine Waffe vorgehalten. Unseren ersten Diebstahl an Autos vollzogen. An fahrenden Autos, sagen wir es mal so. An einem Auto, bei dem der Motor noch warm war. Und das ist interessanterweise einfacher. Ich meine, wenn nicht gerade ein Bulle in der Nähe ist, dann ist es egal, ne? Vielleicht ist es auch wirklich bloß bei Auftragsautos, dass man bei denen dann standardmäßig gesucht wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir mal eigentlich zur Feier des Tages ganz still bleiben. Platz zur Seite. Also Tomate auf die Auge. Sehen Sie sich um. Sagen, rufen Sie mich, wenn ich helfen kann. Nee. Diese Qualität ist Ihren Preis wert. Ja, mal auf zu schnattern. Zur Feier des Tages nehmen wir uns mal einen neuen Anzug, beziehungsweise in einer anderen Farbe. Wie wär's denn mal hier mit so einem grauen? Das wäre doch auch was. Oder vielleicht doch eher der weiße Mantel. Wie sieht das denn aus? Wäre das dann alles? Mal gucken. So Humphrey Bogart-mäßig, ne? Ach, warum nicht? Komm, scheiß drauf. Aber mal wieder einen Kommen Sie bald an. Wieder. Passt auch farblich zum Auto.
Rutscht hier schon wieder? Ah ja, da drüben ist schon wieder jemand aufs Maul geflogen. Ist echt Wahnsinn, was die Leute hier ausrutschen. Ich hoffe übrigens auch, dass wir relativ bald dann mal ein sommerliches Empire Bay erleben. So langsam habe ich Schnee und Eis dann doch ein bisschen satt, muss ich zugeben. Aber bisher geht es ja wirklich von Tag zu Tag. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so ist wie bei Tommy im ersten Teil, wo wir ja wirklich dann Jahressprünge hatten teilweise. Hier scheint es doch ein bisschen kurzlebiger alles zu sein. Aber kann sich ja alles noch entwickeln, ich weiß es ja nicht. Kann ja sein. So, da machen wir jetzt noch hier Tagesabschluss und ich würde sagen, dann müsste ich auch so langsam mal eine Aufnahmepause machen. Kommen wir hier durch. So, Platz da. So, passt. Gut, können wir eigentlich gleich hier stehen bleiben. Wir parken mal auf den Regenschirm. So. Beste Parkmöglichkeit auf zu Mama und dann bezahlen wir mal die Schulden. Ich hoffe, das geht problemlos. Vielleicht ist ja auch mal wieder ein Schläger da, den wir noch ein bisschen vermöbeln können vorher. Hätte ich nichts gegen. Ist das nicht hier? Ja. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Okay, 2000 minus. Geh nach Hause. Wir haben die Schulden bezahlt und damit ist dann wahrscheinlich Vitos nächstes Ziel, die 5000 für den Mafia-Eintritt zusammenzukriegen. Könnt ihr euch mal von meiner Karre verpissen? Vorsicht, Mann! Geht mal weg hier! Oh, was? Willst du mich verarschen? Was geht denn jetzt los? Was willst du denn von mir, Kollege? Ah, komm, das war mein Ansinnen, dir so einen schweren Treffer zu verpassen. Wirklich? Wirklich? Komm schon. Dann eben mit kurzen, schnellen Treffern. Und ins Gesicht. Und gleich noch einen hinterher und damit hat sich's erledigt. Lief ja gar nicht so gut, muss ich mal feststellen. Ich hoffe, die sind nicht wegen mir hier. Ich hab nichts getan. Der Typ hat mich angegriffen. Das war Notwehr. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Ja, fahr doch mal weg. Geh doch mal weg. Mensch, die Typen hier. Bitte zur Seite, Herr Wachtmeister. Ich hab's eilig. Willst du mich verarschen? Alter, diese Typen, die machen mich fertig. Komm, verpiss dich. Weißt du, geht von der Karre weg und springt mir dann wieder davor. Und das ist ein Übergriff gegen den Polizeibeamten. Natürlich. So, bis die gewendet haben, bin ich schon lange weg. Kein Problem. Oh, wir müssen eh bloß in die Ecke. Stimmt, wir müssen ja bloß zu Joe. Wenn du nicht schlafen legst, springst du zum nächsten Kapitel. Ist mir recht, ist mir recht. Es sei denn, wir haben noch irgendwelche Nebenaufträge, die wir erfüllen können. Ich weiß es nicht. Hier wird aber auch nichts angezeigt. Ja, dann auf zum nächsten Kapitel, ne? So, steig mal aus. Ich denke mal, wenn wir ins Haus gehen, dann wird sich das ja erledigt haben. Ach, schade, wir müssen erst loswerden. Ja, ich gehe dann mal. Ist schon in Ordnung. Behaltet das Auto. Ich stelle es später in die Garage, wenn ihr es nicht nehmt. Folgen die mir zu Fuß? Tatsächlich. Verrückt. So, dann dürfte ich doch relativ bald loswerden, denke ich mal, oder? Die spacken sich davon fest, ist mir recht. So, wir haben hier noch Sichtkontakt, das geht doch gar nicht. Jetzt fahren sie mir jetzt hinterher. Ach nein, da läuft einer. Ah. So, wenn ich jetzt aber mich so verstecke, dann sieht er mich nicht mehr. Großartig, großartig. Jetzt doch? Na, was denn nun? Ich wollte gar nicht drüber. Na gut, von mir aus. Okay, dann flüchten wir mal durch die Gassen. Ist jetzt natürlich ein bisschen uncool hier. Aber die werden wir schon los. Das wird schon gehen.
Aber wir müssen gar nicht durch irgendwelche Gassen flüchten. Wir sind sie quasi schon. Komm, wir sehen es nicht. Sauber. So geht das. So geht das. So, weil sie nicht gesehen haben, dass wir reingegangen sind, hat sich das erledigt. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Fahrzeug nehmen kann, ohne dass sie wieder hinterher sind. Doch, wird nicht gesucht. Sehr gut. Dann parken wir den nämlich noch fix. Und damit haben wir das doch ganz elegant gelöst, würde ich sagen. Okay, haben wir natürlich ein paar Polizisten jetzt vor der Tür stehen. Aber immerhin, so können wir sicher sein, dass kein Verbrechen begangen wird in unserer Nachbarschaft. Ist doch schön. Gut, auf in die Wohnung. Joe ist mal wieder nicht da, das dachte ich mir schon fast. Standen die ganzen Bierflaschen beim letzten Mal auch schon da? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Und dann essen wir nochmal kurz was. Ein Sandwich. Die ernähren sich auch bloß von Sandwiches hier, ne? Gut, und damit gute Nacht.